Da sieht man's. Was sag ich denn? Da mach du. Dararam, ja, mach. Zurück in das Nichts. Dararam. Bom, bom. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Das war recht knapp. Fiese Falle. Ganz fiese Falle. Hey, Dingens, Strom. Bitte lass mich an die Leiter. Sonst komme ich nicht mehr weiter. Oh Gott. Was glaubte Dr. Freeman dort unten zu finden? Wahrlich, Dr. Freeman erkundet jeden Weg. Ich hasse euch. Aliens? Nein, Aliens mit Humor. Scheiß Humor. Ich mache alles zu Moos, ist mir jetzt egal. Ihr habt's brutal verkackt mit mir. Halt's Maul! Schlechte Laune. So, bam. Passieren, passieren. Scheiße passiert, aber keine Tore. Tore passieren nicht. Tore öffnen sich. Ja, ja, dann guck und lern. Ich kann Tetris spielen. Oh Gott, ich muss der Gott der Menschheit sein. Ich habe bestimmt so lang. Jetzt stellt euch vor, wie ich die Arme auseinanderhalte. Weil ich Tetris spielen kann. Ey. Ihr könnt richtig coole grüne Energiebälle machen, aber ansonsten seid ihr scheiße blöd. Wollte ich nur mal sagen. Geh mal weg. Du störst. Da ist doch was für mich. Da ist doch was für mich. Ach, Granate. Will ich nicht. Die ist alt. Ich nehme nur neues Zeug, nicht gebraucht. Hi. Hallo? Es ist dir erlaubt, irgendwann zu sterben. Überall quietscht's. Geräusche. Hallo? Mach mal eine Granate. Komm, mach eine Granate. Ja, du liebes Ding. Das war nett. Nicht so ganz gut durchdacht, hä? Puh. Naja. Was soll ich mich beschweren? Hey, Knopf! Ah! Hey, hey, hey! Mein Aufzug ist weg. Blöd. Aber ich habe eine Idee. Ich hole meinen Aufzug mal wieder runter. Du her? Bombs. Ja, hallo. Dann laden wir das Ding mal voll mit ganz schweren Sachen. Hier so Metallstangen und lauter so Zeug. Ganz schwere Dinger. Schön liegen bleiben. Die gehen nicht, die sind zu schwer. Hier noch so ein Fass. Ja, das ist doch gut. So, das könnte vielleicht reichen. Versuchen wir mal, ob das Ding jetzt immer noch so losfährt, wenn wir den Hebel umlegen. Schauen wir mal. Zack. Tja. Nix ist. Nix passiert. Ist nämlich zu schwer beladen. Jetzt springen wir drauf. Dann entfernen wir den Ballast. Und was passiert? Na, wir fahren nach oben. Geh weg, ich brauch dich nicht mehr. Geh weg, ich brauch dich nicht mehr. So. Vortigaunt. Ah! Ah! Ich hasse es, dass die Dinger einen anspringen müssen. Das ist eine Sauerei. Gut. Dr. Freeman ist ein grandioser Mitstreiter. Oh, was? Zu bedauern ist der Generator, für den ein Vortigo erforderlich ist. Ja, armer, armer Generator. Mein Reden, armer Generator. Armer Generator. Armes Ding. Das ist bestimmt ganz viel Moon. Hm? Zack. Zack. Hey. Hey.
Ey, mein Ding haut ab. Wow, gut, dass ich abgesprungen bin. Freeman ist schnell im Denken und im Handeln. Ja. Er wird froh sein, diese Kisten gerettet zu haben. Ja. Klar. Stimmt. Na, ehrlich? Nee, mach Sachen. Wow. Man muss... Ja, klar, ja, ohne! Nicht notwendig, geht auch ohne, danke, tschüss. Stirb. Ah, noch so ein Ding. Ah! Könnte noch ein bisschen mehr los sein. Vielleicht. Ja, Jesus. Klopp. Ob da oben was ist? Kuckuck. Welches Hindernis türmt sich nun wieder auf? Oha. Was ist das? Oh oh. Huch! Entschuldigung! Wollte ich eigentlich schon. Ich folge. Hatte ich Angst? Habe ich was gesagt? Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Hey, das Ding baumelt ja. Hey, ja, dann können wir doch. Yippie! So, den Weg freimachen. Geh weg. Ah, wie komme ich da runter? Yippie! Ich will nicht mehr runter. Ich bleib da stehen. Ah! Yippie! Oh, scheiße. Oh, au! Oh, Dreck. Oh, das Leben des Gordon Freeman. Das V6 mit einer Bahnhofsnote. Oh Gott! Ein paar Momente Spaß, aber dann bereut man es ein Leben lang und ist auf dem Schritt. Huch! Keine Grube ist perfekt ohne einen Freeman, der aus ihr scheint. Ey, du hast so ein Glück, dass deine hässliche Fresse jetzt noch ganz ist. Der Reflex war jetzt nämlich zuhauen. Boah. Ein ernstes Mal. Boah. Mädels. Hey, das ist doch der Bau, den ich... Hey, mein Knubbel, den ich dort von oben gesehen habe. Und noch dort, mehr von euch. Über die Schlucht. Dieses gewaltige Gerät sollte die Angriffe der Ameisenlöwen meisterhaft abwehren. Ach, so ein... Ja, mit so ein Zustimmung Ding. Von Dr. Freeman sollten wir uns einen Weg dorthin bahnen. Wir kennen doch diese tollen Bodenklopf-Dinger. Was auch immer. Hammer-Dinger. Ja, sie hämmern auf den Boden, hm? Verstanden. Ich würde sagen, wir sind doch schon fast gleich bald. Wow. Da. Da sind wir doch schon. Ein Vibrationsgerät. Diese sind höchst nutzen, die Ameisenlöwen. Ha. Ey, hau mich halt, du Penner. Okay, da stehen wir halbwegs in Ruhe. Und der Wort. Ha, er macht die Dinger weg. So habe ich mir das vorgestellt. Ich kann aller Ruhe da stehen. Ah, er kuschelt sogar noch mit ihnen. Wahnsinn. Leicht Wahnsinn. Ne? Ja, hier gefällt es mir. Ich würde sogar sagen, hier gefällt es mir so gut, dass ich tatsächlich speichere und einfach mal sage, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.